Während andere Teilnehmer den Kongress sitzend und zuhörend verbringen, sind Ina und Mustafa in Bewegung. Sie haben sich für den Theaterworkshop angemeldet. Da ich Theater echt spannend finde, fand ich Theater und vor allem mit älteren und jüngeren Leuten ziemlich gut oder eine gute Idee. Und dann dachte ich, mache ich das. Leiterin des Kurses ist die freischaffende Regisseurin Ines Habig. Auch für sie eine besondere Aufgabe. Weil ich das ganz spannendes Thema finde. Und in der Theaterarbeit, die lebt ja auch immer durch Reibung. Ich mache ja auch Stückentwicklung, arbeite ja auch unter anderem als Autorin. Und diese Reibung, die da zwischen jung und alt stattfindet, zum Thema zu machen und zu bearbeiten, hat mich total gereizt. Fand ich toll. Außer viel gelacht, wird sich natürlich auch mit den ernsten Themen auseinandergesetzt. Zum Beispiel Generationenklischees. Die Alten sind arrogant. Oder die Jugend ist sozial arm. Also für junge Leute halt sind alle faul und essen nur bei McDonald's und sowas. Und für Ältere halt, weiß ich nicht, haben alle ganz viel Klopapier im Keller, falls der Krieg ausbricht. Oder? Vorurteile abbauen, sich mit Klischees auseinandersetzen. Das funktioniert so. Einfach geswitcht, dass später die Alten sich die Lieblingsvorurteile ausgesucht haben, die die Jugendlichen aufgeschrieben haben und sich damit vorgestellt haben. Und das war dann auch wieder sehr witzig. Ne? So, ich bin 60, ich bin langweilig. So, und ich habe keinen Sex mehr. Ich gucke immer böse. Ich guck den ganzen Tag Fernsehen. Also diese ganz klassischen Sachen. Dabei hat das Theater ganz besondere Möglichkeiten, finden Ina und Mustafa. Ich finde, Theater ist generell eine gute Möglichkeit, Leuten etwas näher zu bringen. Vor allem, wenn man das auch vielleicht ein bisschen lustiger gestaltet. Ich denke, das Theater stellt einfach die Realität dar. Und für den Zuschauer, Zuhörer ist ganz wichtig, einfach einen Spiegel vorzuhalten, dass er die Realität ein bisschen an sich vorbeiziehen lässt und sich in die Situation hineinversetzt. Wie könnte das sein, wenn ich da an der Stelle wäre? Deshalb finde ich Theater ganz prima, weil es einfach dem Einzelnen die Möglichkeit, diese Spiegel vor sich zu halten und zu schauen, wie es in der Wirklichkeit aussieht und für den Betroffenen verschiedene Rollen zu spielen.